Das ist einmal im Jahr das Objekt der Begierde im Fußballverband, der Bitburger Rheinland-Pokal. Verbandspräsident Walter Desch hat diesen Wettbewerb in den vergangenen Jahren noch einmal enorm aufwerten können. Und es sind diese besonderen Geschichten, die den Pokal sogar zu einem Mythos gemacht haben. Der A-Ligist SG Hoher Westerwald Niederrosbach-Emmerichen-Hain hat in der Saison 2015-2016 eine neue hinzuschreiben können. Insgesamt eine Veranstaltung mit vielen zufriedenen Menschen. Es war Glück, dass das Wetter geklappt hat. Es war Glück, dass wir rechtzeitig noch die Entscheidung getroffen haben, nun doch nicht nach Salmoor, sondern nach Wissen zu gehen. Das war auch so eine kleine Verbeugung vor der Leistung des Amateurclubs aus der A-Klasse. Und dass da Trier mitgespielt hat, muss ich nochmal ganz herzlich danken und sagen, ganz prima Geste. Dann zu sagen, gut, wir fahren dann 180 Kilometer eine Strecke und spielen irgendwo im Westerwald aus Ihrer Sicht, anstatt nebenan in Salmoor. Also es war richtig, dass wir so entschieden haben, sind auch alle zufrieden jetzt. Und es war mächtig was los im Dr. Große Siegstadion. Grundlage dafür eine enorme organisatorische Leistung. Ein gemeinsames Projekt von Haupt- und Ehrenamt. Fast 1800 Zuschauer fanden den Weg nach Wissen zum 61. Pokalfinale. Hinter den Kulissen kam unverhofft noch etwas Hektik auf vor der Partie, als der Strom für eine Weile weg war. Aber auch hier wurden Lösungen gefunden. Der gastgebende VfB Wissen zeigte, dass Großveranstaltungen zu stemmen sind. Einst spielten sie hier ja mal in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Da war Fernsehpräsenz noch Alltag. Das Finale 2016 brachte den Westerwaldort zurück auf den Bildschirm am bundesweiten Finaltag der Amateure. Das ist für uns auch ein Novum. Wir sind zum ersten Mal live auf der ARD mit allen anderen Landesverbänden, die sich beteiligen. Und das ist ein Riesending gewesen, was wir hier gestemmt haben, mit viel Aufwand von Seiten der Geschäftsstelle, auch von Seiten des Ehrenamtes. Und wir sind stolz, dass es so gut geklappt hat bislang. Und es sollte bis zum Schluss gut laufen. Im Verkauf und auf dem Spielfeld. Der Regionalligist aus Trier stellte früh die Weichen in diesem ungleichen Duell. Nach 15 Minuten traf Benedikt Köp zum ersten Mal für den turmhohen Favoriten. Und als nach 36 Minuten der gleiche Akteur auf 2:0 stellen konnte, glaubte zunächst niemand mehr an eine Pokalsensation. Niederrosbachs Keeper Philippos Papadopoulos machte ein starkes Spiel, war aber hier machtlos. Die lautstarken Fans des noch A-Ligisten, der nächstes Jahr Bezirksliga spielen wird, ließen nicht locker. Und siehe da, es geschah, das Erfolgserlebnis für die Außenseiter. Der Freistoßtreffer von Mario Pavelic war das Highlight des Spiels. Allein mit dieser Szene zeigten die seit 14 Monaten ungeschlagenen Westerwälder ihre Klasse. Trainer Nihat Mujakic zu Recht stolz. Es war ein Tag wirklich, wo wir auch die ganze Zeit hingearbeitet haben nach der Meisterschaft. Und es war natürlich ein herrlicher Tag. Man muss halt sehen, die Zuschauer sind gekommen, die waren interessiert gegen einen Regionalligisten. Das war natürlich sehr, sehr interessant, auch für den A-Ligisten gegen Regionalligisten zu spielen. Und ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht. Es war eine schöne Atmosphäre, Wetter hat gepasst. Hätten vielleicht so ein oder zwei Tore weniger sein können, das wäre auch dann in Ordnung gewesen. Gerade das 1:3 direkt nach dem Anschlusstreffer und vor dem Pausenpfiff war ärgerlich. Torschütze erneut Benedikt Köp, der nicht zu halten war. Folgerichtig wurde er auch zum Man of the Match gekürt. Eine Wahl, die eindeutiger nicht hätte ausfallen können. Er erhielt eine Urkunde nach der Partie. In der Halbzeitpause gab es Bitburger Fanpakete und ein Nationalmannschaftstrikot zu gewinnen. Spiele zum Spiel eine gute Sache. Wir waren von Beginn an mit der Bitburger in engem Kontakt, haben schon in der Planungsphase uns mit der Bitburger abgestimmt. Und für die Bitburger natürlich auch ein ganz wichtiger Zugewinn in unserer Partnerschaft. Es gibt 4 Landesverbände in Deutschland, bei denen Bitburger Partner ist beim Pokal. Wir sind einer davon und die Zusammenarbeit kann besser nicht sein. Und Partner vom Pokalsieger Trier ist der Sponsor auch noch. Der Rekordgewinner holte zum 15. Mal den Pott. Benedikt Köp traf 4-mal ins Schwarze, dessen nicht genug. Christoph Buchner erzielte noch das 5:1 für den 4-Klassen höheren Verein, der erneut das Rheinland im DFB-Pokal vertreten wird. Dort würden die Eintrachtler auch gerne wieder jubeln. Zuzutrauen ist es den im Rheinland erfolgsverwöhnten Pokalsiegern allemal.